Hallo du. Ich spreche mal in der Du-Form zu mir selbst. Und ich meine, du kannst nicht in die Wirklichkeit der Veränderung aufwachen. Du als Bewusstsein, das sich mit diesem Körper hier identifiziert, kannst nicht aufwachen. Und jetzt rein theoretisch nehmen wir mal an, dieser Körper stirbt hier. Bist du dann weg, Bewusstsein? Oder wachst du wieder auf in einem neuen Körper? Du als Bewusstsein bist nicht persönlich, nimmst aber eine persönliche Form an. In der du dich dann getrennt fühlen kannst von dem Bewusstsein, dass du auch in der anderen Person bist. Und du als Bewusstsein bist auch schon eine Vorstellung, eine traumgleiche Verwirklichung. Denn im tiefen Tiefschlaf ist kein Bewusstsein mehr und nichts, über was dieses Bewusstsein sich bewusst sein könnte. Eher im Traum, wenn dieser hier träumt, wenn der Körper schläft und der Traumzustand einsetzt, ist auch Bewusstsein da, das den Traum bezeugt und das Hin- und Herflippen und alle möglichen Emotionen. Doch im tiefen Tiefschlaf, wenn das alles ausgeklinkt ist, wenn jegliches Wahrnehmbares verschwindet, nur noch ungeteilter Frieden da ist, wenn ich das eine ohne Zweiten bin, wenn immer das Zweite ist das Leid, Leidvolle schon. Schon in der Idee, zwei zu sein, steckt das Leiden, weil ich könnte ja vom Zweiten was haben wollen. Das Zweite könnte mich bedrohen, kann mich verwirren oder was auch immer. Und dann doch immer wieder dieses nicht aufwachen können in die Wirklichkeit einer sich verändernden Umwelt. Und dann als Hinweis, in dem zu verweilen, zu verbleiben, was ich im Tiefschlaf war, dieser unbeschreibliche Frieden jenseits von Trennung. Dann kann sich die Liebe wieder um sich selbst kümmern. Können alle Probleme auftauchen und verschwinden. Alles darf sich verändern, aber es muss sich nichts verändern. Alle Möglichkeiten sind offen als Optionen. Doch das, was ich im Tiefschlaf bin, im tiefen Tiefschlaf bin, unterliegt keiner Veränderung und hat nichts mit dem zu tun, was dann als kommende und gehende Wirklichkeit auftritt. Es ist jenseits von Worten und Beschreibungen.